Hä? Aber ihr habt doch gleich Wasser nebendran. Ja, aber ich sehe das nicht. Das ist ein Meer, obwohl aber bei mir nur Grund ist. Ist es ein Einwohner? Ne, das ist Yamato, oder? Ja, das ist Yamato. Das ist so bescheuert. Ich kann das hier nicht sehen, aber das bringt mir auch überhaupt nichts, weil ich immer noch covered im Blatt bin. Und deswegen verliere ich wahrscheinlich auch so schnell diese Ausdauer. Weil ich eine Infektion habe. Ich muss mal gleich am nächsten Tag, muss ich mal da, Party machen. Wie lange geht denn so eine Nacht hier im Spiel? Ich denke mal 20 Minuten, sowas rum. Keine Ahnung. Außerdem ist meiner Meinung nach The Forest für Erwachsene. The Forest Minecraft für Erwachsene. Minecraft. Ja, hat so ein bisschen was von Minecrafts Crafting. Naja. Ach so, du meinst einfach, also das Craften von The Forest, nicht Minecraft selbst. Es ist auch so ein bisschen Survival, ne? Ja schon, aber das Spiel Minecraft selbst meinst du nicht, oder? Ich meine das Spiel Minecraft. Oder kennst du noch ein anderes Minecraft? Minecraft? Ja, Minecraft 2.0. Ich dachte, ich hätte einen unsichtbaren Inventar-Bug. Also hatte ich auch, aber ich dachte, ich hätte ihn länger. Alter, man sieht hier gar nichts bei Dunkeln. Ah, guck mal, es wird Tag. Okay, dann trage ich mal den einen Baumstamm, was anderes bleibt mir. Ah, ne, hier. Perfekt. Was cool wäre, wenn es später noch so eine Sägemühle oder sowas gäbe, dass du deinen Baumstamm verdoppeln kannst oder so. So, pass auf, wir haben jetzt Morgengrauen. Dann gehe ich jetzt kurz irgendwo mein Blut abwaschen an irgendeinem See oder so. Oh Gott. Razors Abenteuer starten jetzt, ich sehe schon kommen. Ich werde in den nächsten 5 Minuten mal so viel rumdrehen. Oh, you can. What the hell, bäh? Soll vielleicht nicht rumdrehen. Ein paar Blätter kann ich auch noch auf den Weg mitnehmen. Oh, oder ein Stein, ist dasselbe. Ich dachte, ein Blatt. Das verwirrt mich voll, wenn der Yamato, wenn ich die Geräusche vom Yamato noch 50 Kilometer entfernt höre. Mir ist noch ein Stick. Du hast gerade 4 Zuschauer im Moment. With me put your hands in the sky and said, give it up, boy, give it up, or you gonna die. Yamato. Bitte, tu deinen Zuschauern diese Qual nicht an. Ich bin ja ein bisschen angespannt. Oh, jetzt ist ein Katzee hier. Get up, Bullet. Da hinten. Das Wasser, perfekt, Freunde. Bäh. Ja, Mann, Wasser. Oh ja, der Razor hat sich abgewaschen. So, ich bin mal wieder zurück. Jetzt stinkst du nicht mehr. Ja. Und auf dem Weg kann man eigentlich noch einen Baum mitnehmen. Wobei hier ist eine Patrouille der Ureinwohner. Ja, Mart, du hast gerade ein Tier geschlachtet. Ich hör's ja nur voll weit weg. Ich brauch noch einen Vogel. Hast du noch einen Vogel? Oh, war das schlecht. Lalala. Nein, nicht in die Richtung, du Kackbaum. Oh. Kackbaum, ey. Nix kann der. So, dann setzen wir die auch mal in den Lockholder. Was bringen euch Vögel? Federn, oder? Razor, schon mal her. Ja, du hast jetzt einen Bogen, ich weiß. Muss ich gar nicht gucken, ich wette es einfach. Und weh, du schießt dich jetzt damit ab. Vielleicht nicht ein Tier damit abschießen. Hallöchen, Inimaus, willkommen zurück. Was sind denn jetzt hier diese Kackbäume? Die Bäume rollen ja auch teilweise so weit weg, das ist so bescheuert. Naja, egal. Können wir wohl nichts machen, boah, das sieht so geil aus. Boah, eine Stunde nehmen wir jetzt schon auf. Meine Festplatte freut sich. Ja. So, dann baue ich jetzt hier mal die Treppe.
Ja, Marte, lass doch jetzt mal über den Tag kein Bullshit machen, sondern hier ein bisschen Holz angeln. Holz, na, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Marto. So, warte mal. Liebe Amazonia, ich will mal kurz was zum Thema Twitch erklären. Ich habe die Möglichkeit, außerhalb einer Twitch-Partnerschaft den Source-Button freizuschalten. Wie ist das möglich? Nun, indem ich jetzt regelmäßig genügend Zuschauer bekomme. Wenn dies der Fall ist, schaltet mir Twitch den Source-Button frei, wodurch jeder die Qualität einstellen kann. Was für mich bedeutet, ich kann ein bisschen höher mit dem Upload reinfahren. Das heißt quasi, ich kann sagen, okay, gut, ich streame jetzt ein bisschen besser. Aber die Zuschauer können dennoch sagen, ich will jetzt die oder die Qualität haben. Das heißt, es ist nicht von mir abhängig, es ist von Twitch abhängig und von den Zuschauern. Ja, Marto, ganz kurz, wie kann ich craften? Ich muss sie in die Mitte reinlegen, was muss ich dann machen? Wenn du die richtigen Materialien zusammen hast, steht da eine rechte Maustaste zum Kombinieren. Also ich möchte mir jetzt eine Steinaxt bauen, da habe ich jetzt einen Stick und einen Stein reingelegt. Ist doch eigentlich richtig, oder? Oder was fehlt mir da noch? Die Steinaxt gibt's nicht mehr. Ach so. Toll, was gibt's jetzt noch für eine Axt? Nur auch diese, die du hast, oder? Ja, aber ich frage mich nicht, wo ich die her hab. Och Mann, ist doch scheiße, muss ich mir da draußen auf dem Boot wäre noch so eine Axt. Ja, das Boot, das ich nicht sehe. Das ist doch. Ja, Marcus, lass mal beide Holzhacken gehen, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Knall dich, Regel. Ich muss mich um Twitch kümmern. Sobald ich regelmäßig genug. Mani Nuk Nuk. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Yammer Unity. Wie kamst du eigentlich auf den Namen? Yay, ich hab Lizards. In der Yammer Unity. Hey, Yamato, also ich hab Source sozusagen schon drin. Broadcast Quality Option Source. Das geht schon. Bei mir. Ach, was, echt? Da ist das ein Scheiß damit, ey. Das lass mich doch einfach. Also bei mir ist das schon automatisch drin. Also beim Handy zumindest. Ich weiß nicht, ob das beim PC so anders ist, aber. So, muss ich mir. Nee, Report Problem, aber. Moment mal kurz. Einstellungen, globale Einstellungen. Auf jeden Fall bei mir, wenn ihr gerade das Video schaut, ich baue jetzt hier auf jeden Fall mal die Wände und so, dass der Yamato und ich ein bisschen mehr geschützt sind und irgendwann vielleicht auch so einen kleinen Turm bauen können, dass wir da auch runterschießen können und die Weltherrschaft übernehmen. Oder die Waldherrschaft, besser gesagt. Die Forestherrschaft. Nee, die Waldherrschaft. Ne, die Forestherrschaft. Ja, man kann ja nicht mehr gegen Bäume springen. Kann man, um so die Fallrichtung zu bestimmen? Nee, ich bin gerade durch den Baum durch. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir im Multiplayer sind, da das ein bisschen verzögert ist. Okay. Ich muss erst mal was futtern, bevor ich wieder was tun kann. Ja, dann mach aber danach was, weil sonst sind wir wieder in der Nacht und haben keinen Fortschritt. Wieso zündet ihr die Kerzen an, wenn es Tag ist? Nee, die brennen halt die Ewigkeit. Wir machen die gar nicht. Ja, nee, Yamato hat jetzt gerade einen angezündet. Achso, Yamato, warum zündest du das? Ich kann gerade nicht mit Axt zuschlagen, ich weiß nicht wieso. Verdammte Axt. Oh, ich habe wieder Ureinwohner. Ah doch, jetzt kann ich wieder gegen Bäume rennen. Und hab sie erfolgreich nicht umlenken können, verdammt. Mani Nuk Nuk ist gescheunt. Gescheunt? Gejoint, genau, joint. Das ist gerade voll kacke, ich kann gerade nicht mehr Dachs zuschlagen.
Ist natürlich super, Yamato in die Verteidigung. Ja, egal, es sind ja gerade sowieso keine da. Keine Vollidioten. Doch, eine ist immer da. Ja, du? Nee, ich meine dich. Ah, okay, dich also. Alles klar. Moment mal kurz. Klappt das wenigstens? Lala. Warte, dauert das lange, bis wir irgendwas fertig haben, ne? Uns fehlen noch 4 Logs. Für. Ah, jetzt klappt's wieder. Juhu, 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 juhu. Für diese Plattform, dass wir dann auch mal weiter nach oben gehen können. Dann sind wieder Ureinwohner, aber das ist mir jetzt egal. Alter, die Betonung Ureinwohner. Tami, schön geschrieben, ja. Schön geschrieben. Lalala. Wir laufen um einen Baum und fällen ihn. Ja, Mann. Nein, nicht in die Richtung. Och, Mann. Boah. Perfekt, okay. Da hinten rollen gerade im Augenblick noch ein paar Baumstämme rum. Lea, lass sie doch rollen. Erstmal Lockholder auffüllen und dann mit den Baumstämme füllen. Ja, stimmt, dann sollen wir zuerst den Lockholder auffüllen. Aber ich setze erstmal die zweite Treppe. Dass wir LOL, da kam mir gerade vorhin ein Baumstamm entgegengeflogen. Das kommt halt mal vor, ne? Da fliegt mir was in die Fresse. Ich will mich nicht hinsetzen, du Idiot. Ich muss es bei Nacht bauen, ich sehe bei Tag die Blaupausen kaum. Dann fällen wir jetzt noch ein paar Bäumchen. Achso, jeder einen. Ist. Ja, Matu hat einfach so einen Sitzbutton, ne? Der setzt sich nicht auf die Bank, sondern der setzt sich so hinten hin. Das setzt du nicht mal hin, Racer. Ich möchte wissen, wie das bei dir aussieht. Ja, bei mir genauso habe ich auch gerade getestet. Also vorhin. Jetzt warte mal, wieder langsam ein paar Sachen angeln. Angeln, lagern. Heißt also, der Razer braucht was zum Mampfen. Das ist doch mal eine Kalle. Oh, ich habe keine Leaves mehr. Hehehe, scheiße. Ich habe noch voll 4 Leaves. Wurdest du gelieft? Du bist ja gewieft. Lalala, wir fällen einen Baum. Das ist ein Baum. Blue Forest, also. Yamato und Razer, die speichern gerade die ganze Zeit das Spiel in so einer Bank drin oder was das sein sollte. Also nee, ich denke, wir speichern es in der Hütte drinnen. Ja, in der Hütte oder was das ist halt. Fuck los, geh weg. Nee, nicht geh weg. Bleib da. Hey. Also Koop-Spiele werden bei dir lokal gespeichert, beim Host, also ich bin jetzt der Host, die werden bei mir gespeichert. Wird jetzt der Razer zum Beispiel jetzt sein, Host wird bei ihm gespeichert. Ui, da freue ich mich mal mit Amazon hier zu quatschen, da freue ich mich schon richtig Yamato, drauf. Yamato, übrigens auch ganz wichtig, du darfst jetzt kein Singleplayer-Spiel mehr starten. Weil das nämlich sonst den Multiplayer-Speicherstand überschreibt. Achso, wieso brauche ich den? Achso, ja, weil wir genug Logs haben. Moment. Ui, Jeremy, da freue ich mich richtig, wenn die Mafia erst drauf kommt. Amazonia live auf TS, ui, da freue ich mich schon. Im Übrigen, kann sie auch gerne schreiben, wenn sie Bock hat, dann kann sie uns, kann sie mit uns zusammen auch mal Planet Side 2 zocken. Auch mir so ein Lurch. Warum ist der Lockholder leer? Ja, weil ich gerade gebaut habe, weil der voll war. Ja, mal lass uns den Lockholder voll machen, mit den restlichen Baumstämmen bauen und danach können wir dann die zum Bauen hernehmen. Erstmal die Lager auffüllen. Ja, wäre vielleicht klüger gewesen, aber meine Fresse. Mein Fortschritt bleibt gleich. Razer und Klugheit, das wäre mal ganz was Neues. Hey, wie schreibt man Planet Side? Was ist das überhaupt? Du bist ein Halbarmee. Ja, aber ist damit Side, also Side gemeint, oder? Das englische Wort für Seite, Planet Side. Ach gut, ach gut.
Seid. Ich glaube, der Razer wird jetzt wohl wissen, wie man schreibt, oder? Ja. Jetzt geh doch in den Kackbaum, ja, ey. Danke. Ich weiß es nicht, ihr Blue Forest. Das habe ich noch nicht ausprobiert, mit dem, wie das dann genau mit dem Map Reload läuft. Oh, fuck. Hier sind die. Und ich begrüße Kolinski3110. Willkommen in meinem Stream. Ja, willkommen auch von mir. So, sprint mal eben zum Lockholder. Also es wäre dann mehr ein Community-Game, weil ich dann zusammen mit der Community zocken würde. So, aber irgendwie ist es verdammt ruhig. Ich meine, in der ersten Nacht war es voll krass und jetzt ist es irgendwie voll in Ordnung. Die Ureinwohner werden wieder kommen. Ja, das war auch klar. Das glaube ich auch so ein bisschen wellenartig aufgebaut. Also manchmal kommt halt eine große Welle, nachher wieder nicht und so. Und gerade haben wir jetzt so eine Ruhephase, denke ich mal. Ach, übrigens, ja, Mart, was ist noch klüger? Guck mal, das setze ich ja mal kurz mal hier als Blaupause. Dass wir besser Holz farmen können, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Moment. Was denn? Ja, warte. Herr Marto, bei mir gerade spielst du bei Steam, spielst du gerade Planet Side 2. Ja, weil ich noch den Launcher offen habe. Ach so. Den müsst ihr vielleicht mal schließen. Alter, was haben die Ureinwohner nicht alles in unserer Nähe aufgebaut? Ach du Scheiße, Amazonia schreibt, Forest würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, ich habe schon gelösen. Ach so, okay. Gelösen. Gelösen. Ja, okay. Marto, falls du noch Sticks hast, ich habe jetzt mal in unserer Base einen Bau einfach mal fertig da. Diese Fuhre oder was es ist. Weil das können wir später durch die Gegend schieben, dann können wir da die Baumschen mit drauf lagern und dann zum Lager schieben im Prinzip. Weil so können wir viel besser farmen. Da neben der Treppe. Neben der fertigen. Ja, genau. Da brauchst du noch zwei, okay, die haben wir schon. Weil dann können wir nämlich das Ding einfach hier hinschieben und dann die Baumstämme draufladen, dann zurückschieben. Das ist angenehm, als wenn wir hin und her laufen. Wohin soll ich schieben? Warte. Jetzt habe ich nämlich so ein Ding hier. Ach du Scheiße, das ist verbuggt. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sterbe jetzt hier nicht. Okay. Ja, Matto, wie sieht das eigentlich aus? Achtung, Vorfahrt. So, ich schiebe jetzt einfach mal in den Wald und dann können wir dann mich draufladen und zurückschieben. Hast du es auch oder was? Ach, du hast es auch was in der Hand? Ja. Warum auch nicht? Alter, okay, das backt extrem rum bei mir. Immer wenn ich irgendwo gegenfahre. Ja, aber umso besser haben wir beide das. Ist eigentlich ganz cool. Hä, was ist das für ein Ding, was Yamato gerade rumschiebt? Ja, das ist, da können wir die Baumschen mit drauf. Keine Ahnung! Da können wir Baumschen mit draufladen und dann zurück zum Lager schieben. Das ist so eine Art movable, also bewegbarer. Ja, Lager. Aber ihr könnt ja Baumstämme auch so tragen, oder nicht? Ja, aber somit können wir weiter in andere Bäume gehen. Und dann können wir als zweiten da draufladen. Ach so. Dass wir nicht immer hin und her laufen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Baumstämme da Platz haben. Weißt du, was Tolle ist? Du bist da hinten. Und mein privater Typ füllt sich hier. Das ist so bescheuert. Deiner müsste ich es auch füllen. Alles ist buggy. Na egal. Solange es nicht rumglitscht und uns killt oder so. So. Alter! Verdammt. Nein. Nicht umkippen. Ein Lokschlitten. Na, wie lock ist. Na, logisch. Na, Logo. Ja, Marco. Ohne Witz, das ist voll geil. Wenn du das füllst, gehen bei mir die Dinger drauf. Wahrscheinlich backt das bei dir gerade voll rum, aber das ist egal. Ach du Scheiße, wie das gerade rumbackt. Ich fahre den gerade durch die Gegend. Siehst du das eigentlich? Lol. So, jetzt können wir nämlich die Baumstämme rausnehmen. Und da willst du es mal hier verbauen. Wie verbuggt, Alter, wie verbuggt, dann mache ich es euch lieber von Hand. Nö, naja, dann nehme ich den. Dann ist es meiner.
Weil ich finde es damit extrem praktisch. Also ich dachte gerade, der wäre jetzt ein Ureinwohner. Ja, weil der Name so ein bisschen daneben ist teilweise, ne? Das ist ja voll daneben. Wie daneben? Ja, der Name wird ja teilweise neben dem Charakter angezeigt.